zu unserer Kochsendung. Naja, Kochsendung kommen wir ja gar nicht so sagen. Eigentlich so Home Entertaining oder sowas, ne? So, also, ich bin jetzt oder, am Neue. Oder was wie ist? Was machen wir? Wie wird's? Wie sitzt? Was soll's denn? Okay, ja? Schatz, so. Willst du uns verraten, was du heute kochst? Schon wieder. Ich glaube, die muss es essen, sieht, dass es sagt, was kochen kann. Mudeng! Ach, Mudeng! Oh. Also, rotes Fleisch, ne? Jawohl! Und dann, wie heißt das? Nudeln. Rotes Fleisch mit Nudeln? Jawohl! Ja, Nudeln hätte ich doch mal ganz und okay, dann ne? Okay. Nimmbar. Damm. Fischdamm, oder? Gedampfter Fisch, ja. So ungefähr, ne? Schatte, Schatz, hier, Lorn. Ah, Gott sei Dank. Oh, Tim, ทำอะไรคะไม่ไปรอคิทชินเหรอคะฮะมิสเตอร์Tim เอ้ยมิสซิสเอาเหรอย่าAber ich muss ein bisschen an den Gartenteich, dass ich das Rätsel dann noch ein bisschen lösen kann. Es ist halt, wie gesagt, hat heute ein neues Update gekriegt, also das ist ein neues Programm, das Prism Live, do, das habe ich ja schon länger, aber die haben ein Update gemacht, so. Und jetzt mit dem Update, do, kann man das, funktioniert das ganz gut, bis auf das ich im Moment nichts lesen kann, dass da kein Schatten drin ist. Also wir sind da bei mir im Garten, super, super Wetter haben wir heute wieder, die Sonne scheint, also ganz fantastisch. Wir gehen jetzt neun an den Pool. Weil das kochen wir ja heute. Ich hocke mich jetzt einfach nur ein Kläbelchen da am Gartenteich entspannen, bis meine Frau ruft und sagt, es geht los. Das Beste isst man einfach daheim. Es ist einfach so. Egal wo du hingehst, ob das in Thailand ist oder ob das in Deutschland ist, das Beste bist du einfach unterwegs und daheim bist. Die beste Restaurant ist daheim die Mama oder eben die Frau halt, wo kocht. Ne? Also ich muss das immer wieder sehen, egal wo wir sind, es schmeckt einfach am besten daheim. Und wie sieht's aus, Mausi? Ich bin immer so schnell. Ich denke immer, ich drücke aufs Knäppchen und da dreht sich das um und dann muss ich gleich wieder umschalten. Mann, Eddie Hessen. Wind. Lom, ja. Der Wind, das liebe Kind, oder wie? Ja. Ja, das kriegen wir jetzt nicht so essen, oder wie? Weil der Wind da ist, oder was? Ach doch. Ich wollte doch kein Sauer her. Ja, dann hätte ich dich ins Restaurant geschickt. Stop, please, stop, please. Nein, das ist Englisch. Das wollen wir nicht, wir sind ein deutscher so, Kanal. Ach so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das Handy drehen soll. Du. Oh, oh. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt. Oh. Muss halt so. Dicker Pack. Siehst du, jetzt sagt sie, gestern, ich habe gesagt, mein Doppelbart sieht man so. Schon nein, jetzt hast du gesagt. Gestern hat sie gesagt, ich soll mein Doppelbart, soll mein Schnarre, mein Bärtchen abmachen. Und heute sagt sie, die Backe. Ja. Ja, oft. Jetzt nehme ich noch dazu. Also das ist Sauerei, ehrlich. Also gestern, das ist du hast quasi gestern das Essen verdient vor, oder? Boah, Tatsi, bitte. Aber bitte. Ja, war schon extrem gestern, ne? Ach, nee. Das war schon extrem gestern. Das war heute wie so. Palace. Wie was? Gott in Frankreich. Wie Gott in Frankreich, aller Hopton, ne? Wie Gott in Frankreich. Ja gut, das muss man dazu sagen. Daheim schmeckt es einfach am besten. Du weißt mal, was man zu essen kriegt. Oh. Also, wir laufen jetzt seit morgen in den Pool und hoffen, dass das Internet mitmacht. Naja, wird schon mitmachen. Wenn es nicht mitmacht, muss ich halt nochmal drauf drücken aufs Knäppchen, dann gehen wir wieder los. Ne? Was soll's. So, Sonnenschein schöner, gell? Wunderschöner Sonnenschein her. Es ist richtig warm heute bei uns. Jo, eigentlich immer, ne? Wir haben jetzt schließlich die
schließlich die Sommerzeit hier. Oh, gut, eigentlich haben wir Winterzeit hier in Thailand. Ne? So, Freunde, laufen wir mal in den Pool. Ja, ich habe heute mein Pool, muss ich sauber machen. Ich habe vergessen, den Filter rechtzeitig sauber zu machen. Jetzt ist er mal grün, wa? Naja, es kommt also mal vor. Jetzt habe ich so Zeichen gemacht, so Mittelding gemacht. Und morgen brauche ich das abzustaubsaugen und ist das wieder in Ordnung. Mache ich normalerweise immer samstags morgens, aber irgendwie habe ich es am Samstag nicht auf die Reihe gekriegt. Grau in Grau, ja gut, es ist halt Winter, ne? Winter ohne Frost und Schnee, ne? Hallo Lack, meine Schwägerin, die Lack. So, seht ihr, Pool ist jetzt halt nicht so schön die Farbe. Da ist halt ein bisschen grün, jetzt habe ich so Mittelding gemacht. Und dann wird der Mäuser wieder sauber. Eben Abstaubsaugen und dann geht das wieder. Ach, da ist der Omachen noch. So, da ist der Fisch schon, den haben sie schon, das ist also gedünsteter Fisch, seht ihr? Und hier hat die Korowan jetzt schon, was hat sie da gemacht? Schauen wir mal. Achso, ne, ist nichts Interessantes. Ne? Also, das ist jetzt quasi ja. Nur gekochtes Gemüse, also nichts Interessantes. Oh, heute gibt es auch Ananas und Melone gibt es noch. Sind ja heiße. Das kann nicht schaut Mudeng, schaut Mudeng. Melone und Ananas sind. Ja, also wie gesagt, das ist also das Mudeng da. Wie Paprika sieht es aus. Ja, genau wie Paprika. Ananas richtig, sieht, ne? Wir wollen doch schlank bleiben. Wow, später gut. Und das sind also die Nudeln, die es dazu gibt. Ne? Nudeln. Die chinesische Eiernudel. Schweinerücke, jawohl. Hallo, Schuhe habe ich ausgezogen. Das ist, weil ich kühle viel, ich habe schon so heiße Füße. Aber ich krank. Mama sagt, ich muss meine Schuhe wieder anziehen. Alle hopp, Mama. Zieh ich halt meine Schuhe wieder an. Nee, ich bin. Wie? Fahr dein Boot? Jetzt war ich frick, so, jetzt war ihr Boot, ist nicht gut. Ach, du bist schon die Hatsch her. Denk nicht gut, fahr ihr Boot. Also sowas. Auch wirklich, ja. Nudeln und Fleisch, du weißt was, ich ja. Also ich muss ganz ehrlich sein, wenn ich Nudeln und Fleisch habe, bin ich auch schon glücklich. Ich bin also Fleischlui, ich muss also auf, ich esse kein Fleisch. Und Nudeln noch zu, besser geht's nicht. So, warte mal, ich stelle euch mal da ab kurz. Ja, doch, doch, du bist jetzt drauf. Ach so. Korn, der Bobo ist jetzt drauf. Was ja, also wie gesagt. So, ne? Kommt jetzt Kokosnuss drüber. Schmeckt nämlich sehr lecker damit. Ah, natürlich hätten wir das. Ach so. Ah, das sehe ich schon nahe. Ich dachte, du kannst zoomen mit dem Ding. Aber nicht zwei. Du, mit dem Mund. Du, komm, komm. Du.
vom Essen. So, seht ihr, das sind also die chinesische Eiernudel, ja, und Kanar. Kanar, ja, ist also so eine Art, so Art Wassergemüse wie Deutschland. Was kann man das vergleichen? Ja, ja. Ja, wie kann man es vergleichen mit deutschem Gemüse? So, wie Spinat nennen wir. Wie Spinat nennen wir. Was ist Spinat? Wenn man die Wasser, nee, Wasserspinat ist wieder was anderes. Nein, nein, Michael. Das ist kein Wasserspinat. Ich habe das gesagt, das kann man so vergleichen mit Spinat. Das ist Kanar. Ja. Kanar ist eine kläppliche Gruppe. Die Stiele sind zum Beispiel ein bisschen Gruppe. Wie vom Wasserspinat. Ne? Ja, sei eng, ja. Sei eng, sei eng. So, also, das hier ist Mudeng, seh ne? Ja, Mudeng. Mudeng, das ist also eine Nacht Ingledwer in so einem Sud. Jawohl. Denn ein Sud kriegt man im Thai-Shop auch zu kaufen. Mm. Muss man nicht nur Thailand fliegen, kriegt man im Thai-Shop zu kaufen. Asien Shop me, also. Mudeng. Sieht ein bisschen aus wie Paprika. Ja, wie so ein Paprika-Sud. Ist aber alles andere wie Paprika. Ist natürlich für uns Deutsche immer ein bisschen komisch, gell, wenn man rotes Fleisch sieht. Und wenn das Fleisch auch jetzt gebackt wird, dann ist das rot. Ja? Komm, guck erst mal, was fett es ist. Jawohl, ist es. Seht ihr, da ist unser Topf, ja, man, unser Steintopf. Alle Fleisch ist natürlich immer gut. Ne? Ob das jetzt rot ist oder grün, Fleisch ist für mich immer was Tolles. Mudeng ist also im Sud eingelegt, ist also eine Nacht in einem Sud eingelegt, extra so für dieses Mudeng hier. Jawohl. Ja, und dazu gibt es, zeige ich gerade unseren Chris, dazu gibt es die gebratene chinesische Nudel. Eiernudel sind das. Dann hier gibt es einen gedünsteten Fisch, das ist eher nichts für dich. Und Gemüse mit Kokos. Ich bin gespannt, ob das bei dir auch so rot wird, so extrem rot wird, wie man das manchmal auf dem Markt kriegt. Ist das immer für euch rot? Ja, ne, ich sag, wenn du auf dem Markt kriegst, das ist extrem rot immer. Genau. Mensch. Weil ich wollte gerade sagen, das sieht gar nicht so rot aus. Ne? Das sieht ja richtig appetitlich aus. Das rote Fleisch sieht ja nicht so appetitlich aus. Schmeckt aber gut trotzdem, ne? Aber es sieht jetzt nicht so rot aus wie im Markt. Im Markt ist das immer so richtig rot. Ne? Ich komme mal von der Mühle. Raus mir jetzt. An die Form. Naja, also das Dummudeng ist jetzt wirklich schwer. Also wenn ich das im Markt sehe, das ist als meistens ganz rot. So richtig heftig rot. Das noch im Holzkohletopf gemacht. Ne? Und da dazu gibt es diese chinesischen Nudeln. Chinesische Eiernudeln sind das. Dann hier noch einen gedünsteten Fisch. Dann hier das Gemüse mit Kokos. Das ist noch was ganz extrem Scharfes, das essen wir aber nicht. Das ist die Nampik für die Fisch. Wie Gott in Frankreich. Wie Gott in Frankreich. Nicht wie gestern, gell? Nein. Nicht wie gestern im Restaurant, nein, wo wir so abgezockt werden, sind auf Deutsch gesagt. Nein. Nein, das ist gut. Also die löscht das, ja. Also die lasst das hier in der Haut drin. Also, oder wie gesagt, nicht eine Schale. Also gerade Eva ohne Abschnitt. Und wenn gebraten. Die werden gebraten. Entschuldigung, warum? Von Thailand man zu dünn. Die Haut ist auch dünn, ne? Oh, muss ein bisschen dampfen. So haben wir. Oh ja. Oh, was? Wow. Ne? Ja. Ehrlich? Oh, Thai Mike sagt, aber er wundert sich immer wieder, wie dass du mit dem Ober das hinkriegst. Ha? Also wie du die Temperatur hinkriegst im Ober. Das hat immer die Bassentemperatur, wenn du kochst. Ah ja, gut, du kennst dich halt auch aus was jetzt mit dem. Alleine, ah ja, das ist dein Gefühl halt drin, klar doch. Ne? Ach so, man muss checken. Ich weiß nicht. Ah, nee, nicht checken, wegen Assad.
Der Ofen, ja, oh. Die Hitze im Ofen. Sei, man einfach. Ist nicht einfach, dass du regnet. Auch noch, Wind auch noch. Und der Wind noch dazu, eben, das ist so das, was er meint, genau. Oh, ja. Oh, juhu. Na, das sieht lecker aus. Komm noch. Sina, also du ist jetzt gar nicht so, der Geschmack hat es genau wie das rote Fleisch, aber es ist nicht so extrem rot, wie du auf dem Markt immer. Oh, so wie. Sieht das nicht lecker aus? Allein? Ich hab noch nichts gemacht. Mmh. Oh, Leute. Gut, gell? Ist das lecker her. Und Maiskolbe gibt's auch noch. Die werden direkt in die Schale, gegrillt. Du kennst die ruhig ein bisschen schwarz werden. Spielt keine Rolle. Ach so, die müssen noch schwarzer werden. Ach so, ja, okay, okay. Schatz, du bist Chef. Ich nur essen, ich nix, du Chef. Oh, Nudeln, nicht gesehen, Nudeln, gell? Unser armer Hund guckt im Topf noch vom Holztopf noch, ob er was findet. Oh, unser armes Mädchen. Unser armes Mädchen, Oma. Nicht du, unser Hund, meine ich, Omi. Nicht böse sein, ich esse jetzt nicht. Ja. Das Gemüsegraum kann wegbleiben, das brauche ich nicht. Aber meine Frau besteht darauf. Die will ein gesunder Kalamon. Aha, prima. Gibt's auch noch schöne Melone. Mit der Suhe. Hab sie geschmeckt. Oi, der dann salub, du. Weng, bitte. Übrigens, die Koran sagt immer, in der Trockenzeit ist jetzt die Zeit für Melone in Thailand zu essen. Schei. ต้องกินหน้านี้เนาะไม่อย่างนั้นแตงโมเนาะหน้าฝนไม่อร่อยหรออ่ะโซมันจะตะปันเลยเนี่ยเอาไม้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 เ
Die zeigt mir die Zähne, die fletscht die Zähne, dann weiß auch genau, was los ist. Aber das halten nicht unbedingt ab. Im letzten Moment hat er sich mal gedreht. So Leute, das war's dann mal von uns. Wir sind jetzt 3 Stunden, oh, fast 4 Stunden online. So lange machen wir normal gar nicht sonntags. Ne? Ich habe aber jetzt noch ein bisschen was zu tun. Mein Tiger, der muss noch verpflegt werden. Euch, liebe Freunde, liebe Zuschauer, lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen beim Kalamon bei der Caravan. Ne? Okay, wir sehen uns wieder am Dienstag. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Okay, die Mädels sind auch noch kommen. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai. I forgot that I should learn.